Sekunden vor Spielende in Hannover. Freude beim SV Meppen, wieder ein Auswärtspunkt. 1:1 im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96. Trainer Michael Orkowski wie ein geschlagener Mann. Seine Kritik vernichtend. Mein Kompliment heute nur an unseren Mannschaftsführer und liebe Robert Schicki. Es war für mich der Einzige, der heute Zweitliga-Niveau gezeigt hat. Dankeschön. Und dieser Wojcicki war schon nach 4 Minuten mit gutem Beispiel vorangegangen. Der Libero rannte gleich beim ersten Angriff mit nach vorne und fackelte auch nicht lange. Ein Auftakt, wie ihn sich die Hannoveraner nicht besser hätten wünschen können. Sundermann war von Schulte gefoult worden. Und nach Siroks Freistoß spielte 96 das einzige Mal wirklich mit Köpfchen. Und beim zweiten Anlauf klappte es dann auch. Jörg-Uwe Klütz auf Roman Wojcicki, den 33-jährigen Oldie der Mannschaft. In diesem Augenblick fühlte sich Lokowski in seiner Entscheidung bestätigt. Denn er hatte den zuletzt erfolglosen Torjäger Grün auf die Ersatzbank verbannt, obwohl er auf 5 verletzte Stammspieler verzichten musste. Doch die Verlegenheitself schlug sich wacker. Genau genommen 10 Minuten. Nur diese kurze Zeitspanne musste Meppens Trainer Ehrmantraut Schlimmeres befürchten. Die Wende kam in dem Augenblick, als einer der 4 Flutlichtstrahler versagte und Meppens Stimmungsorchester noch mutiger wurde. Wie gesagt, ab der 10. Minute, ab da spielte nur noch eine Mannschaft. Meppen zielstrebiger mit dem größeren Biss. Und als Folge der spielerischen und kämpferischen Überlegenheit dieses etwas kuriose Tor von Bogdan Lugajcik in der 37. Minute. Die Meppner gewinnen auf Rechtsaußen alle 2 Kämpfe und Frank Klopke, der Vorbereiter zum hochverdienten Ausgleichstor. Das erste Meppener Tor in Hannover überhaupt. 2-mal hatte man hier gespielt, 2:0 verloren. Lokowski handelte, brachte in der 2. Halbzeit erstmals den wiedergenesenen Oliver Freund. Aber ohne große Wirkung. Meppen blieb tonangebend, war in jeder Hinsicht die reifere Mannschaft. Das Einzige, worüber sich Horst Ehrmantraut ärgern konnte, war der Punktverlust. Denn den Chancen nach hätte Meppen gewinnen müssen. Die größte Gelegenheit, diese Szene in der 82. Minute. Rettung auf der Torlinie, Riesenglück für Hannover und Meppens Trainer heftig beeindruckt. Wenn ich die Leistung meiner Mannschaft beurteilen würde, dann würde ich nur in Superlativen sprechen, deswegen lasse ich das. Umso mehr feierten sie hinterher auf der Tribüne. 9:9 Punkte, Meppens Auswärtsbilanz weiter ausgeglichen. Die Bundesliga noch immer greifbar.